Hallöchen, guten Morgen, zumindest ist bei mir jetzt gerade Morgen. Ich nehme dich heute mit auf meine Prinzessinnen-Bedroom-Tour. Jetzt zieh mal kurz noch einen Moment. Mach's mir gemütlich. Ja, falls du es noch nicht gesehen hast, die Videos, es gibt zwei Teile, wie ich hier in Ubud angekommen bin. Es war wirklich eine sehr strapaziöse Reise. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel hintereinander auf meinem Popo gesessen. Wie gesagt, schau dir die Videos an. Es war nicht sicher, ob ich hier ankomme, aber es ist tatsächlich geschehen. Und nach dieser strapaziösen Reise musste ich mich erstmal belohnen, und habe mir ein richtig schönes Zimmer gegönnt für ein paar Tage, bevor ich dann mir jetzt wahrscheinlich dann ein Haus miete und ja, meine Zeit hier in Ubud genieße, die vielen tollen veganen, rohveganen Restaurants und einfach die Natur, die Stille. Und das, was ihr im Hintergrund plätschern hört, ist der Pool und da fange ich jetzt gerade mal an. Ich benutze den nicht, weil ich nicht in Chlorwasser bade, aber ich wollte ihn euch auf jeden Fall mal zeigen, weil er einfach hier zum wunderschönen Gelände gehört, wo ich gerade bin. Es ist halt so ein sehr altes Hotel in Ubud und ja, da nehme ich dich jetzt gerade mal mit. Also das hier ist der Pool und das, was ich dir daran zeigen wollte, was ich eigentlich am schönsten finde, sind die kleinen Manneken. Ich kann mal ranzoomen, aus denen ins Wasser kommt. Toll, oder? So, dann ein bisschen zu schneller Schwenk. Ich hoffe, dir wird nicht schwindelig. Dann gehen wir jetzt mal übers Gelände zu meinem Zimmerchen. Hier seht ihr so ein Reisfeld und da hinten irgendwo wohne ich. Ich glaube, das Reisfeld ist eher so ein, weil die Touristen es mögen, angelegt. Genau, weil ich habe zum Beispiel auch danach gesucht, ich wollte irgendwie einen schönen Ausblick haben. Und den habe ich hier. Und jetzt laufen wir hier mal lang. Und jetzt kommen wir hier zum schönen Vorgarten. Da gibt es hier so eine kleine Pagode, wo man sitzen kann. Hier so drumherum habe ich noch niemanden sitzen sehen, aber die Möglichkeit besteht und finde ich einfach auch einen ganz schönen Ort. Und jetzt hier mein schönes Highlight, Ganesha, auf den ich von meinem Zimmer, von meiner Terrasse aus auch schaue. Finde ich einfach ein ganz schönes, liebevolles Detail hier in dem kleinen Garten, der super grün und gepflegt ist. Hier sind die ganzen Bungalows und da oben, da wohne ich und da bringe ich euch jetzt hin. Hier sind überall so kleine Figürchen und ihr seht schon, alles ist mit Moos bewachsen. Also es ist ein altes Hotel, ich glaube eins mit der ersten hier in Ubud. Nix, ach, ich sag's immer falsch, Guesthouse oder Pension heißt es, glaube ich. Ah, da wird gerade sauber gemacht. Hallo! Moin! Ja. Hier war jetzt gerade der nette Mensch, der mir das Zimmer sauber gemacht hat. Das ist mir immer noch ungewohnt und unangenehm, dass da jemand hinter mir herputzt. Bin ich nicht so gewöhnt. Hier kommen wir schon auf meine Terrasse. Genau, hier so ein Sitzplätzchen, da kann ich meine Wäsche trocknen. Und hier zeige ich euch nochmal einen schönen Blick. Da unten hinter den Bäumchen. Ist jetzt so durch die Blätter schwerer zu sehen. Aber da ist der Ganesha, den ich euch eben gezeigt habe von unten. Da
dieser, mein lieber Freund. So. Genau, und dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Meine Schüchchen, etwas dunkel. Hier diese wunderschöne geschnitzte Tür. So, hört ihr auch im Hintergrund die Grillen, das liebe ich so sehr, abends und in der Nacht. So, und dann machen wir mal die Türen auf. So, dann haben wir hier vorne ein kleines Bett, wo ich manchmal zum Arbeiten drauf sitze, und hier mein Schlafbett, und das ist der Prinzessinnenhimmel, von dem ich euch erzählt habe. Wir gehen da gleich noch rein, ich liebe das. Aber gucken wir mal weiter, hier so ein kleines Frisiertischchen. Wasser und Tee könnte ich mir kochen, aber das habe ich noch nicht gemacht. Hier können wir uns gleich mal sehen. Ja, dann gibt es hier so eine Art Schrank, alles aus Bambus. Genau, und hier das Badezimmer. Das ist recht einfach, aber auf jeden Fall sauber. Da habe ich auf meiner Reise jetzt schon Schlimmeres erlebt. So, hier gibt es auch noch mal so ein schönen Spiegel. Das sind halt diese traditionellen, wartet mal, so, dann könnt ihr mich auch sehen. Diese traditionellen Schnitzereien hier oben. Ups, hier. Genau. Jetzt zeige ich euch als krönenden Abschluss noch, wie ich hier dieses Prinzessinnenbett verwandle. Tschüss. Einmal dran ziehen. Tschüpp, und schon geht der Vorhang auf. Ach, ich liebe es. Hier seht ihr schon. Tschüpp. Dann hier noch. Eins. Ist das nicht ein Traum? Ich weiß, manche mögen das vielleicht nicht, aber ich stehe da total drauf. So, jetzt gehen wir rein. Schon fast. Noch eins aufmachen. So. Genau, und jetzt bin ich hier ganz sicher vor Moskitos. Kann hier so schön rausgucken in meinen Garten. Genau. So. Ja, und hier lasse ich es mir jetzt noch ein paar Tage gut gehen in meinem Prinzessinnenhimmelbett. In meinem Prinzessinnenhimmelbett lasse ich es mir jetzt noch ein bisschen gut gehen und hole Schlaf nach. Ich konnte nämlich die ganze Zeit nicht schlafen, wo ich auf Reisen war, im Bus und Zug und auf der Fähre und im Taxi und ja, womit ich alles so unterwegs war. Ich nehme euch natürlich weiterhin mit auf meiner Reise und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was euch interessiert, wo ich so unterwegs bin. Ich kann euch schon sagen, ich habe hier super viele vegane Rohkostrestaurants entdeckt, da werde ich euch auch mal mit hinnehmen. Und ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann du das Video schaust. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ja. Bis zum nächsten Mal. Achso, hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos. Kannst ja mal vorbeischauen, vielleicht interessiert dich eins davon. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.